Einmal Hände hoch, wer hat von euch den LED-Würfel in irgendeiner Form auf Twitter oder sonst wo schon mal gesehen? Mir ging das genauso. Ich habe beim 33C3 bin ich irgendwo hier vorne rumgelaufen und da war Party Area und die beiden haben da gesessen und ich habe den Würfel die nächsten 2 Stunden quasi nicht mehr loslassen können. Ich finde das Projekt super spannend, vor allen Dingen die technische Umsetzung, die die beiden jetzt gemacht haben. Und darüber werden wir uns wahrscheinlich jetzt gleich freuen dürfen. Einen Applaus für Happy und Zarok. Ja, wie war das damals? Also die Idee ist immer eine der großen Fragen, ist, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Und ich war damals auf der Glüh-PN, also der ersten Glühwein-Programmiernacht in 2017 war das. Das war kurz vor Weihnachten. Und da habe ich 2 Leute sitzen sehen, die hatten so eins dieser LED-Panel, aber nur so 32x64 Pixel dastehen. Und ich habe das sehr faszinierend gefunden und habe mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Und durfte das dann nach Nachfrage auseinanderschrauben, um zu sehen, ob die Platine denn so schmal ist, dass man die Kante auf Kante aufeinandersetzen könnte. Und das war dann in der Tat der Fall. Die Platine ist am Rand flach genug, sodass man da Kante auf Kante setzen kann. Und da ist schon die Idee geboren, lass doch mal einen Würfel draus bauen. Diese 2 Menschen, bei denen ich damals war, ich würde die gerne mal wieder treffen. Den habe ich nämlich versprochen, ich melde mich, wenn ich da wirklich einen Würfel draus mache. Nämlich in der Nacht damals, nach viel Chunk, habe ich direkt die Panel bestellt. Die kamen dann auch noch rechtzeitig vor dem 34C3. Und dann bin ich zu Happy gegangen und in seinem Keller zusammen haben wir dann den ersten Prototypen dieses Würfels gebaut. Das war mit Holzeisen zusammengebarst, einfach nur den Würfel so, dass es irgendwie zusammenhält. Akku rein, Raspberry Pi rein und die Panel angesteuert. Und da ist auch die erste Animation damals entstanden. Die haben vielleicht ein paar von euch gesehen, mit der sind wir auf dem 34C3 hier viel rumgelaufen. Genau, das war dann... Bevor wir da, also die nächste Folie. Sehr gerne. Danke. Das sieht man, das war der 18. Dezember 2017, da waren die Panel noch auseinander. Und am 22. saß ich im ICE hierher und da war der Würfel entstanden. So war die erste Version. Genau, wo wir dann auf dem 34C3 waren, wir wussten noch gar nicht, wir selber fanden das Ding ganz cool, aber wir wussten noch gar nicht, wie das so auf andere Leute wirkt. Aber das war ziemlich faszinierend eigentlich. Wir haben das angeschaltet und wir konnten uns keine vielen Meter von uns vom Fleck bewegen, weil wir immer eine Traube von Menschen von euch um uns hatten. Und das war ein richtig cooles Erlebnis. Ja, wir haben dann irgendwie sogar Chunk ausgegeben gekriegt, nur dafür, dass irgendjemand einen Würfel halten dürfen. Und das war auch so ein bisschen Aha-Effekt. Da haben wir uns dann gesagt, ja, wenn wir schon Chunk kriegen, dann sollten wir das weitermachen. Außerdem hat es einfach Spaß gemacht. Und wir hatten auch irgendwie immer die Idee dahinter, wir wollen eine Fluid-Simulation da drin haben. Das heißt, den Würfel halten können und so, wie es fließendes Wasser, den Würfel, dass die Pixel darunter fließen etc. Und das hatten wir dann auch irgendwann umgesetzt, einen Monat später, und haben davon ein Video ins Netz gestellt. Und das ging innerhalb von 12 Stunden irgendwie total viral. Ich weiß nicht, manche von euch kennen es vielleicht. Wir hatten, glaube ich, 12 Stunden später 10 Millionen Aufrufe und waren total gehypt davon. Und dann haben wir auch, also ich habe mal eine Nacht dann damit verbracht, mit Mate irgendwie mich wach zu halten und nur Kommentare durchzuforsten, um einfach mal zu schauen, was ist da überhaupt Kaufinteresse dahinter. Das ist das Falsche, das ist das Richtige. Und da war natürlich alles Mögliche dabei, von kann man da Crysis drauf spielen oder Game of Life, Completely Useless, But I Want One, Shut Up, Take My Money, da war alles dabei, bis hin zu, hey, warum hat er eigentlich so einen großen Daumen und ist er eigentlich in Ordnung und kann er damit leben? Ja. Und danach haben wir dann einfach weitergemacht. Das hat Spaß gemacht, es gab so viel positiven Feedback. Ich sehe es auch hier jetzt wieder, es sind ultra viele Leute da. Es ist einfach, irgendwie scheint es Leute zu begeistern, dieses Projekt. Und dann haben wir weitergemacht. Ich habe angefangen, CAD zu zeichnen. Das seht ihr hier, das war der zweite Würfel dann sozusagen. Damals gab es noch keine Screen Capture Software, deswegen ist es so wackelig mit dem Handy aufgenommen.
Genau, und dann haben wir einfach weitergemacht. Ich habe eigentlich erstmal gedacht, ich mache es CNC gefräst, den Rahmen. Das hat dann, da bin ich relativ schnell davon weggekommen und habe mir dann einen 3D-Drucker gekauft mit der obligatorischen Mate davor. Am Anfang sah es dann noch so aus wie links auf dem Bild, das kennen bestimmt einige von euch. Und irgendwann mal ist dann da wirklich was rausgeflogen, was man verwenden konnte. Und 3D-Drucken ist halt super, wenn man es einfach laufen lassen kann. Das ist auch schon so der erste kleine Massenproduktion für die Gamescom, war das, 2018. Da hat man dann auch ein kleines Problem, weil dann irgendwann wurde es heiß in diesem Würfel im Sommer und dann ist das PLA so ein bisschen weich geworden und tragende Teile sind durchgebrochen. Das war so der erste Fuck-Moment irgendwie. Aber das war dann relativ schnell gelöst. Ich habe dann einfach die tragenden Teile durch Alu-Teile ersetzt, die ich gefräst habe. Und das Scharnier, was vorher nicht vorhanden war, hat El Sereno gemacht und ist sehr stolz drauf. Ist aber auch schön geworden. Und so sah dann auch der erste Würfel oder der zweite Würfel aus. Noch sehr viel Chaos drin. Aber er hat funktioniert und es hat sich natürlich nicht nur die Mechanik weiterentwickelt, sondern auch die Software. Ja, zu dem Zeitpunkt war die Panel noch angesteuert, direkt über die Raspberry Pi GPIOs. Da gab es so eine tolle Library von einem Menschen namens Harz Heller. Die hat einige Kniffe gehabt und das Ding hat auch immer mal gern geflackert, aber es war trotzdem klar, wir müssen erstmal ein bisschen geile Software dafür schreiben. Da war diese Fluid-Simulation, dann haben wir aber auch weiterentwickelt und ich habe mich rangesetzt, Spiele dafür zu programmieren. Zumal auch, weil wir eben zu Gamescom gefahren sind. Und da gab es dann Snake und Breakout. Breakout als 3D-Version, das haben wir auch dabei, da könnt ihr gerne später spielen, wenn ihr wollt. Und da war dann so das nächste große Event, wo wir mal waren und Feedback eingeholt haben bezüglich, was kann man eigentlich mit diesem Würfel wirklich alles machen, mal abgesehen davon, dass er cool aussieht, wenn er leuchtet. Und da haben wir schon festgestellt, dass mit dem Spielespielen ist auch richtig cool und man kann so viele tolle Anwendungen dafür programmieren. Und das hat sehr viel Zeit gekostet, da eine Software zu bauen, die es ermöglicht, möglichst leichter jetzt neue Sachen dafür zu entwickeln. Und ich habe mir erstmal überlegt, wie kann ich eigentlich machen, dass ich diesen Würfel, zum Beispiel diese Animation, wie wir sie jetzt hier sehen, wo das so umfließt, wie kann man so im Umfließen von so einzelnen Pixeln oder von Animationen überhaupt realisieren, also so ein Mapping an sich von einem Würfel. Ich habe das dann so gelöst, dass jeder Pixel in Wirklichkeit drei Dimensionen hat, so wie eben in Realität auch. Also anstatt einer Z-Pixel-2D-Funktion gibt es eine Z-Pixel-3D-Funktion. Und die inneren Pixel werden einfach nicht angezeigt. Also es werden immer nur die Oberflächenpixel angezeigt. Macht es dann leichter, wenn man zum Beispiel ein Objekt hat wie hier, das sind einfach umfließende Partikel. Wenn die an eine Kante kommen, wird die Kante erkannt und dann wird einfach der Bewegungsvektor und der Beschleunigungsvektor einmal umgeklappt, sodass es dann auf der nächsten Oberfläche weitergeht. Dadurch kann man dann super Sachen wie diese Fluid-Simulation implementieren oder eben auch Snake und so weiter. Dafür ist es halt praktisch. Ja. Dann ging es aber auch wieder weiter in der Hardware. Wir wussten, mit dem 3D-gedruckten Würfel oder so würden wir jetzt nicht groß Stückzahlen machen können, weil wir hatten Druckzeit von 24 Stunden oder so für so einen ganzen Würfel. 70. 70, okay, ja. Länger? Genau. Genau, und da wussten wir, das war dann so im Sommer 2018. Wir waren dann auch mal im Urlaub und irgendwie war die Stimmung danach ziemlich im Keller und wir haben uns irgendwie durch dieses Projekt immer gerettet, so von Event zu Event irgendwie. Dann waren wir auf der Gamescom, dann waren die Feedbacks super, dann war mal wieder ein Video drin, dann war die Feedback super und da hatten wir immer Spaß weiterzumachen. Und sobald wir mal irgendwie Gleitschirmfliegen waren oder sowas, waren wir wieder so ein bisschen draußen. Und im Herbst 2018 waren wir dann auch sehr draußen eigentlich und hatten aber noch ausgemacht mit einer Firma, die wir kennen, bei denen einfach mal vorbeizuschauen und das Projekt vorzustellen und sind dann dahin gefahren und hatten uns gedacht, okay, vielleicht nach einer Stunde fahren wir wieder heim. Im Endeffekt sind wir dann irgendwie 5 Stunden geblieben und haben mit 3 von den Entwicklern dort wirklich gefachsimpelt, wie kann man jetzt einen Rahmen machen, der nicht durch 120 M3-Schrauben gehalten wird, sondern den man zusammenklicken kann, den man spritzgießen kann etc. Und das war so ein cooler Tag bei dieser Firma, dass wir dann wieder heimgefahren sind und richtig viel Bock hatten, weiterzumachen. Und ich habe dann mich wieder hingesetzt, habe den Rahmen umstrukturiert, dass er wirklich 3D-Druck, dass er spritzgussfähig wird.
Da muss man dann schauen, dass die Formschrägen überall passen, dass wo von wo, welcher Seite das eine Teil und das andere Teil kommt, so bei der Spritzgussform, dass alles passt, dass die Wände überall gleich dick sind etc. Und natürlich haben wir dann auch geschaut, wie können wir dann unser Innenleben da reinpacken? Können wir eine eigene Platine designen und wie wird die dann da drin gehalten? Wir wollten schon immer einen Wechselakku haben. Passt der da überhaupt rein an diesen ganzen Teilen vorbei? Wie machen wir das Scharnier? Das ist dann alles in den nächsten Monaten so entstanden. Genau, da haben wir einfach weiterentwickelt, einfach weil es da auch wieder Spaß gemacht hat und wir Motivation hatten. Total, und das ist ein typischer Nerdabend von uns, wenn wir daran entwickelt haben. Mir war von vornherein klar, da muss irgendwann eine eigene Platine rein. Wir hatten ja am Anfang so billige China-Spannungswandler drin, die wurden viel zu heiß und waren ineffizient. Und der Würfel, wenn der halt auf voller Helligkeit weiß zeigt, zieht der halt 25 Ampere bei 4,5 Volt. Das heißt, da ist halt ordentlich was. Und dann war klar, okay, eine eigene Platine muss her. Und die Ansteuerung der Panel, die muss auch über den FPGA laufen. Das war das Einzige, was sicherstellen würde, dass der nicht immer flackert, wenn irgendwie der Prozessor irgendwas zu tun hat. Deswegen die Hauptplatine, da ist jetzt ein Ice40 UP5K drauf. Ein paar von euch kennen vielleicht das Icebreaker-Projekt von Aston. Das hat super dabei geholfen, weil es ist basically einfach seinen Schaltkreis da drauf gepackt. Und Aston war auch so super lieb, mir vor dem letzten Kongress bereits ein Preview seines Icebreakers zu schicken, diesem Entwickler-Kit. Und so konnten wir einfach loslegen, mit FPGA-Ansteuerung rumzuexperimentieren. Dann, da ist eben ein 20 Ampere DC-Stepdown drauf, ein möglichst effizienter, damit es nicht mehr so heiß wird, das funktioniert auch. Und dann Raspberry Pi-Header, genau, das Ganze läuft eben auf dem Raspberry Pi. Haben wir einfach gedacht, das ist der populärste Einplatinencomputer, ist super dafür geeignet. Und da Leute zur Softwareentwicklung drauf zu bewegen, ist die Einstiegshürde einfach am geringsten. Genau, wir haben noch ein X-Radar-S-Mikrofon und ein Audio-Amplifier drauf. Sinn der Sache ist, wir haben gedacht, es ist bestimmt auch richtig cool, Musikanimationen oder so drauf laufen zu lassen. Das wäre eines der nächsten Sachen, die wir in der Software implementieren wollen. Und genau, die Ansteuerung letztendlich funktioniert so, dass der Raspberry Pi, da läuft unsere Software drauf und der steuert einen Frame-Buffer an, der über SPI zu dem FPGA rausgeschrieben wird und dort immer geupdatet wird. Und das heißt, der FPGA sorgt dafür, dass die Panel immer mit dem aktuellen Framebuffer versorgt werden. Und ein IMU ist drauf, genau. Das, sonst würde es ja nicht funktionieren mit der Fluid-Simulation und alle möglichen anderen Interaktionen. Genau, zusätzlich haben wir noch eine Akkuplatine entwickelt. Auch Grund dafür war, wir wollen einen Wechselakku, also das ist die Platine, so wie die jetzt drinnen ist. Wir wollen ein Wechselakkusystem haben, dass man einfach mal schnell einen Akku wechseln kann, wenn man einen leeren Akku hat, einen leeren Würfel hat. Und diese Akkuplatine hat auch richtig viel Spaß gemacht zu entwickeln. Es sind 18650 Zellen, 4S2P in Haltern und die sind zwei Platinen, die einfach gegenüberliegend zusammengeschraubt sind und so durchhalten die Zellen sich auch selber drin. Vorteil ist, man kann einfach mal mit Zellen rumexperimentieren und kann sich selber seine Lieblingszellen reinpacken. Und kann eben dieses Schiebesystem in den Platinen integrieren, mit hier so Federkontakten und eben auf diesen Platinen auch die Federkontakte. Da drin ist ein Battery-Management-System, klar, die müssen protected werden, die müssen gebalanced werden, die Zellen, und ein On-Off-IC, also ein Controller-IC, der dafür sorgt, dass man das Ding mit einem Tastendruck ein- und ausschalten kann. Da gibt es noch einen weiteren Punkt. Schienensystem und Federkontakt. Ach, das hast du gesagt. Genau, so sah das Rendering der ersten Platine aus. Das ist tatsächlich die erste Platinenversion von dieser massiven Entwicklungsschritt, die wir da gefertigt haben. Und glücklicherweise bis auf ein paar Line-Swaps bei den Mikrofonen hat die tatsächlich so funktioniert. Genau, war ich auch sehr froh darüber, weil es einer der ersten so großen Platinen war, die ich entwickelt habe. Softwaremäßig ist es so weitergegangen. Vor 2 Jahren schon wurde gefragt, wie geht es denn weiter mit dem Projekt? Und wir haben gesagt, ja, wir stellen das dann alles Open Source und machen Anleitungen und klar. Und wie das so ist, es dauert dann immer, bis man sich traut, irgendwie seine Software Open Source zu stellen, weil man sich denkt, ah, das will man noch schöner machen oder das darf niemand sehen. Aber Mitte des Jahres haben wir es dann tatsächlich gemacht und haben den ganzen Software-Stack, so wie er jetzt ist, Open Source gestellt und auf GitHub gestellt. Also wer Lust hat, da mal zu schauen, wie das läuft, kann da einfach mal reinklicken. Geschrieben ist das alles momentan noch in C++. Wir wollen aber High-Level-Interfaces noch dazu machen, dass man in Python oder in JavaScript einfach den Würfel ansteuern kann.
Es gibt auch eine Simulation, die du geschrieben hast. Das heißt, alle Software, die ihr schreibt, die könnt ihr erstmal auch auf der Simulation testen. Und wenn dann tatsächlich irgendwann mal die Würfel rauskommen sollten, dann könnt ihr das 1:1 praktisch auf den Würfel ziehen und dann direkt da drauf testen oder laufen lassen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie geht's weiter? Der Würfel steht so da, der sieht eigentlich verkaufsfähig aus. Viele Leute scheinen den haben zu wollen. Wir planen schon seit langem irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne mit einem Developer-Kit. Developer deswegen, weil da gibt es so viel coole Software, die geschrieben werden kann. Da gibt es so viele Animationen, Spiele, sonst irgendwas. Und ihr seid alles so Leute, die das entwickeln können. Ihr könnt alle wahrscheinlich, oder viele von euch können wahrscheinlich Software schreiben und haben eigene Ideen. Und deswegen wollen wir irgendwie in dieses Developer-Kit rausbringen, und zwar auch so günstig wie möglich, dass einfach da viel Software geschrieben wird, dass sich vielleicht so eine kleine Community bildet. Und das wäre praktisch jetzt unser nächster Traum irgendwie, dass viele von euch da mitmachen. Irgendwie. Ja, genau. Dazu muss noch eine weitere Platin-Version gemacht werden und so. Ein paar Sachen gibt es noch zu machen, aber wir kommen Stück für Stück dem Ganzen immer näher. Und werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann tatsächlich soweit ist. So ist unser Plan. So sieht es gerade im Moment aus. Genau, ansonsten, wir dachten nie, dass wir so schnell mit diesen Folien so schnell durchkommen. Aber wir können ja ultra gern noch irgendwie Fragen beantworten hier. Genau, sehr gerne. Gibt es aktuell Fragen? Da vorne sehe ich eine. Da komme ich auch ran. Was kostet das? Die Frage, die wir am häufigsten bekommen, am zweithäufigsten. Unsere momentane Kalkulation sagt, so ein Development-Kit zum selber zusammenbauen, man muss allerdings nicht löten, nur stecken, wird um die 600 Euro in der Crowdfunding liegen. Genau, aber nagelt uns nicht darauf fest, wir sind noch nicht fertig mit der Kalkulation, das wird sich noch zeigen. Ich habe eine kurze Frage. Du hast gesagt, ihr habt jetzt die Software offen gestellt. Ja. Stellt ihr auch die Hardwarepläne offen? Ist die Idee, das Open Hardware, Open Source zu machen? Absolut, absolut. Die Hardwarepläne werden wir Open Source stellen, sobald wir die Crowdfunding-Kampagne starten. Einfach aus dem Grund, dass wir bis dahin einfach noch die Revision durchhaben wollen. Und sobald die online ist, kommt dann auch die ganze Hardware Open Source. Ist auch in KiCad gemacht, also für jeden zugänglich. Wie lange halten denn die Akkus ungefähr, also so ein Akkupack? Das kommt natürlich darauf an, was du drauf laufen lässt. Wenn du sehr viel Schwarz in der Animation drin hast, wie bei der hier, also die Animation hält 8 Stunden ungefähr. Kommt natürlich darauf an, wieder was für ein Akku du drin hast, aber bei unserer Konfiguration um den Dreh rum. Wenn natürlich irgendwie, das wird wahrscheinlich ein Tick kürzer werden, voll weiß, haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, voll weiß ist, glaube ich, dann irgendwann 70 Grad da drin und Akku wahrscheinlich nach 1-2 Stunden leer. Ja. Noch jemand? Ihr könnt natürlich auch alle gern bei unserer Assembly vorbeikommen und da reinschauen. Man kann die ja auch alle öffnen, so wie der da, und dann einfach mal reingucken, was da drin steckt. Genau, kommt ruhig vorbei, spielt mit dem Würfel, stellt uns noch weitere Fragen. Cool, dass ihr alle da wart. Und ja. Hallo, eine Frage noch. Ja. Die seitlichen LED-Panel an sich, gibt es die so fertig zu kaufen? Ah ja, also diese LED-Panel an sich, daraus werden normalerweise diese Videowände gemacht. Zum Beispiel die Chaos West Bühne, die hat auch so eine Videowand hinten dran. Genau, das sind die Rohpanel, aus denen dann so Module gebaut werden, aus denen werden dann die Videowände gebaut. Und da, ja. Dann einen herzlichen Applaus für die beiden. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass das auf CrowdSupply oder sonst wo landet. Das Geld ist auf jeden Fall auf meinem Konto schon gesichert. Mein Geld habt ihr auf jeden Fall erstmal. Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke. Ebenso. Ciao. Euch auch. Ciao.